Hallo liebe Bastler, heute ist der Tag gekommen, sie ist da, meine große Überraschung. Und zwar veranstalte ich mit meinem Team die erste Team-Challenge. Was genau das bedeutet und warum das für Sie vielleicht interessant ist, zeige ich Ihnen jetzt. So meine Lieben, und zwar geht es bei meiner Team-Challenge darum, dass alle meine Teammitglieder, die Lust gehabt haben mitzumachen und bei denen das auch zeitlich möglich war, haben mir bis zu einem bestimmten Stichtag ein Projekt zugesandt, also eine Karte oder eine Gästegoodie, eine Verpackung, was auch immer jeder basteln wollte, mit den Produkten aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil ich darf Ihnen jetzt 7 Videos präsentieren. Und zwar so alle 2-3 Tage geht ein neues Video online. Also es wird sehr viel zum Basteln geben. Es werden alles Anleitungsvideos sein. Das heißt, meine Teammitglieder haben mir ihre Projekte geschickt. Und ich mache daraus Anleitungsvideos. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, weil Sie sind die Jury. Natürlich können meine Mädels auch was gewinnen. Und zwar wird der Gewinner wird ermittelt, nachdem wie viele Daumen hochs sein Video erhält. Also wenn Ihnen das Projekt gefällt, was meine Damen gebastelt haben, dann seien Sie nicht sparsam, schenken Sie bitte Daumen hochs. Sie dürfen natürlich auch jedem einen Daumen hoch geben. Also Sie brauchen nicht warten, bis alle heraus sind, sondern sobald Ihnen das gefällt, schenken Sie ruhig einen Daumen hoch. Es wird ganz, ganz spannend. Jedes Video wird 7 Tage lang in dem Daumen hoch Modus bleiben. Deshalb zeige ich auch dieses Mal nicht an, wie viele Daumen hochs oder eventuell auch nach unten, das kann natürlich auch passieren, auf dem Video zu sehen sein werden, sondern ich werde es ganz neutral schalten. Das heißt, Sie können Ihren Positiv-Bewertung sozusagen abgeben, werden aber das nicht sehen. Und das mache ich deshalb, damit es ja spannend bleibt, zum einen für Sie, damit man bis zum Schluss es interessant bleibt, wer wohl der Gewinner ist. Und natürlich auch für meine Mädels, weil auch für die soll eine gewisse Spannung in dem Ganzen natürlich erhalten bleiben. Zudem haben meine Mädels alle unterschiedliche Stempelsets ausgewählt. Es kann wohl sein, dass sich das eine oder andere als Zweitstempelset in einem anderen Projekt nochmal findet, aber sie werden auf jeden Fall 7 komplett unterschiedliche Projekte sehen. Also es wird wirklich super. Und keine von den Mädels weiß, was die andere bastelt. Also es ist wirklich ein riesen Überraschungspaket für alle und für mich natürlich auch. Ist sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich kein einziges vorher jetzt nachgebastelt, sondern es wird da sozusagen live das erste Mal nachgebastelt werden. Und gleichzeitig für Sie natürlich auch zum Sehen, wie macht man denn das gute Ding. Schön, in diesem Sinn starten wir jetzt los mit meinem Teammädel Nummer 1. Und zwar starten wir heute mit dem Projekt von der Steurer Christine. Die Christine hat sich ausgewählt eine Verpackung. Wir machen also jetzt als allererstes diese schöne Geschenkstasche. Die hat eine angenehme Größe, also man kann da auch ein paar Teelichter reingeben, was Süßes reingeben. Man kann das auf weihnachtlich dekorieren, so wie es die Christine da jetzt gemacht hat. Oder man kann es auch in ganz verschiedenen dekorieren. Und die liebe Steurer Christine kommt aus Schwaz, ist also im gleichen Ort ansässig wie ich und ist verheiratet, hat eine Patchwork-Family und ist eine ganz liebende Oma, hat zwei ganz süße Enkelin und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sie vielleicht mehr Enkel hat, aber von 2 weiß ich mir auf jeden Fall. Aber so oder so, sie bastelt auch viel mit ihren Enkeln, also ist ganz, ganz süß. Und die Christine macht eher kleinere Workshops, das heißt, sie ist eher so, dass sie sagt, sie mag jetzt keine großen Partys machen, sondern sie bastelt lieber mit einer oder 2 Damen, hat da genügend Zeit. Das heißt, wenn auch sie eher interessiert sind daran, dass sie sagen, Mai, ich möchte gern das im ganz kleinen Rahmen und ich möchte gern, dass die Dame Zeit hat für mich, dann wäre vielleicht die Christine eine ganz gute Demonstratorin für sie. Also wenn Sie Lust haben, können Sie die Christine gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten stehen unten in der Infobox, die werde ich Ihnen da verlinken. Gut, jetzt starten wir also los mit unserem ersten Projekt und zwar dieser wunderschönen Geschenkstasche. So, ich habe also da eben schon einiges zugeschnitten, damit das eben nicht zu lange dauert.
Und alle Maße von den Zuschnitten finden Sie auf meinem Blogbeitrag, den verlinke ich Ihnen unten in der Infobox. Das heißt, Sie brauchen da jetzt nicht lang messen oder sonst irgendwas. Wir beginnen jetzt gleich einmal mit der Taschengrundform, oder also mit dem Außenteil von der Tasche sozusagen. Und haben da jetzt ein Stück, das zugeschnitten ist auf 14 x 25 cm und wir falzen das jetzt jeweils bei 10 cm. Und zwar einmal da, umdrehen und einmal da. So, damit bleibt uns da innen der Mittelteil und wir markieren uns da gleich noch einen Mittelteil von der Hälfte, das heißt, wir legen es bei 7 cm an und ich mache mir jetzt einfach da einen kleinen Schnitt rein. Und ich mache mir auch auf der gegenüberliegenden Seite einen kleinen Schnitt rein. Das ist also meine Markierung. Und an dieser Stelle, wo ich jetzt meinen Schnitt da gemacht habe, werden wir dann den Halbkreis ausstanzen. Gut, das ist das. Dann brauchen wir gleich das nächste Teil. Und zwar sind das unsere zwei Seitenteile. Achso, wir müssen ja da noch schräg abschneiden. Das hätte ich jetzt bald vergessen. Und zwar brauchen wir da jetzt jeweils 1,5 cm, das markieren wir uns einfach mit einem Bleistift. Ich lege mir also das Papier da unten bei 1,5 cm an und werde mir es einfach da markieren. Und das gleiche markiere ich mir auch oben, da bei der Rille. Und dann drehen wir uns das Ganze um, legen es wieder bei 1,5 cm an, markieren. Beiden Seiten. So. Und dann können wir auch schon abschneiden. Und zwar schneiden wir jetzt von diesen 1,5 cm, die wir da gemessen haben, bis da runter zu der Falzkante. Ich knicke das jetzt schon mal gleich, weil wir dann auch gleich sehen, wo wir rauskommen müssen. Das heißt, wir schneiden jetzt praktisch von den 1,5 cm da oben bis genau da unten an diese Kante, diese Schräge einfach ab. Ich lege mir also den markierten Teil da oben rein in die Führungsrille und schaue, dass ich da unten mit dieser Spitze aufhöre und schneide das runter. Und das gleiche mache ich an die anderen vier Seiten auch. So, oder? Und nochmal da. Gut, beim ersten ist es mir jetzt nicht ganz so gut geglückt. Da brauchen wir jetzt schnell die Schere. Da werden wir einfach ein kleines bisschen nachschneiden. Das ist nicht ganz so tragisch. Ist ja alles handgemacht. So, jetzt aber. Jetzt haben wir da eine schöne Schräge generiert. Ganz wunderbar. Gut, das war also jetzt unser Mittelteil. Bei den zwei Seitenteile machen wir es jetzt eigentlich ganz ähnlich, nur dass wir zuerst falzen müssen. Und zwar falzen wir das Ganze bei 1 cm auf der kurzen Seite. Die Stücke sind übrigens 9,5 in der Länge, 9,5, das war jetzt die Mattung, was ich gemeint habe, sondern die Seitenteile sind 7 mal 11 cm. Und die müssen wir falzen, ja genau, bei 1 cm falzen wir die. Auf den kurzen Teil und dann werden wir das bei dem 1 cm einknicken und werden das Ganze, jetzt muss ich da gerade überlegen, das ist auch für mich ganz neu, genau, wir brauchen da unten 3 cm, hier oben brauchen wir 5, das heißt 1 cm. Genau, wir legen es jetzt bei 2 cm an, das ganze Ding, und werden uns da eine Markierung setzen. Und zwar jeweils an der gegenüberliegenden Seite, wo wir die Falzlinie gezogen haben. Also einmal bei 2 auf der linken und einmal bei 2 auf der rechten Seite. Anlegen, markieren. Das machen wir gleich bei beide. So bleibt uns dann da oben ein Rest von 3 cm stehen und das braucht man genau für die Taschentiefe. So, einmal da und einmal da. Ups, 2 cm braucht man. So,
Jetzt haben wir die Markierung. Und jetzt können wir da heroben, wenn wir das umgeknickt haben, bei einem Zentimeter nur eine Markierung machen. Jeweils links und rechts. Wir haben also ein bisschen Messarbeit heute. Dafür hat das schöne Ding eine wirklich besondere Form. Und das Ganze machen wir auch noch beim zweiten Teil. So. Gut. Und jetzt können wir bei den zwei Markierungspunkten die Falzlinie ziehen. Und zwar schauen wir, dass wir da oben wieder unseren Markierungspunkt, also es sollte dann ungefähr so ausschauen, dass sie da die zwei Punkte haben und da dazwischen müssen dann 3 cm überbleiben und unten haben sie jeweils bei der Falzlinie 1 cm. Und diese zwei Punkte, die legen wir uns da wieder in die Führungsschiene rein und machen da unsere Falz. Und natürlich bei der gegenüberliegenden Seite auch. Auch die Falzlinie. So, beim zweiten Teil machen wir uns das auch gleich. So, genau. Und noch beim zweiten Teil vom zweiten. Schauen, dass das da schön in der Mitte ist und falzen. So, und jetzt können wir eigentlich da schauen, dass wir das noch bei 1 cm anlegen und schneiden uns dann einfach wieder die Schräge ab und damit haben wir da einen schönen Kleberand generiert. Das machen wir einfach bei beide. Das heißt, ich gehe da mit dem Markierungspunkt auf 1 cm und oben auch so ungefähr und schneide da runter. Das ist ja nicht ganz so tragisch, man sieht ja dann den Klebeteil nicht mehr, aber dass man halt so nicht zu viel Rand drüber ausstehen hat, kann man sich, wenn man möchte, ein bisschen abschneiden. Also wenn da die Falzlinie ist, dann auf der Seite herum anlegen und runter. In dem Fall da rüben, jeweils bei 1 cm. So, so passt das recht gut. Gut, dann schneiden wir uns noch gleich die Mattung zu, weil dann haben wir das wirklich alles erledigt. Bei der Mattung haben wir jetzt eben die 13,5 x 9,5, auch wieder zweimal brauchen wir die. Und bei der Mattung ist es jetzt so, dass wir auch die Schräge brauchen, und zwar wie beim Anfangsstück. Das heißt, wir gehen da auf 1,5 cm, zeichnen uns das Ganze wieder links und rechts an. Drehen wir uns das um. In dem Fall brauchen wir es jetzt nur bei einer Seite anzeichnen. Können wir eigentlich den zweiten drauflegen. Dann haben wir es gleich in einem. Das heißt, ich habe jetzt einfach bei dieser Seite die 1,5 markiert, links und rechts. Und da schneide ich mir jetzt von dieser Markierung bis zu diesem Eckpunkt einfach die Schräge runter. Und ich lege mir gleich beide Farbkarton aufeinander. Das müsste das Schneidbrett eigentlich ohne weiteres schaffen. Und dann sparen wir uns einmal das Messen. So. Passt wunderbar. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Schön übereinander legen. Und reinlegen. Schauen, dass es schön passt. Schön abschließt. Gut festhalten, dass nichts verrutscht. Und durchziehen. So, und damit haben wir unsere beiden Mattungen auch schon zugeschnitten. Gut so, jetzt haben wir es vom Schneiden her eigentlich erledigt. Kann das Schneidbrett weg. Jetzt brauchen wir unsere 1¾ Kreisstanze. Und da legen wir uns jetzt gleich die Mattung drauf, so dass die da schön in der Mitte ist. In dem Fall jetzt drunter. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich oberhalb den angezeichneten Punkt habe. Jetzt sieht man auch schon, dass da ein ganz schöner Abstand ist. Und wenn ich es jetzt umdrehe, gut festhalten, dass es hinten nicht verrutscht, dann kann ich da reinfahren, schaue, dass ich da in der Mitte bin mit meinem Schlitz und kann mir da ganz wunderbar
einen Halbkreis rausstanzen. So müsste es ungefähr passen. Jetzt gerade einen Moment. So. So, zwei Farbkarton geht nicht so gut. Doch lieber einzeln stanzen. Ist aber kein Problem. So, dann lege ich mir das da drauf. Und dann sehe ich ja schon sehr gut, wo meine erste Stanzung ist, dass das auch schön gegenüber ist. Und kann da wieder reinfahren. Und kann das genau gleich tief rausstanzen. So, dann passt das schön gegenüber. Und beim zweiten Farbkarton kann man es eigentlich auch so machen. Sie können sich im Übrigen, wenn das ausgestanzt ist, auch einfach das drauflegen und jetzt da die Ausstanzung machen. Dann gehen Sie keine Gefahr für Ihre Stanze. So, in dem Fall mache ich es jetzt so. Schau, dass ich da wieder schön an der gleichen Stelle bin. Und dann müsste das ganz perfekt passen. So, gut. Die Aufleger, wenn man sie jetzt drauflegt, sind eigentlich soweit ganz gut. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Ja. Jetzt hätte man es oben hinkleben, war vielleicht noch schöner. Schließt schön ab. Gut, wie auch immer. Jetzt werden wir auf jeden Fall loslegen mit Prägen. Und zwar, wir prägen jetzt diese Teile mit dem neuen Prägefolder. Schöne Schnörkel, glaube ich, heißt da, wenn ich mich richtig erinnere. Und dazu werde ich die Farbkarton ganz ein kleines bisschen mit dem Stampin-Spritzer anspritzen, damit sie nicht brechen. Also das geht jetzt alles durch die Bitshot. So, die Teile sind also jetzt wunderschön geprägt mit dem schönen Schnörkel. Traumhaft, oder? Der Prägefolder ist echt der Hit. Die sind jetzt so ganz leicht feucht vom Anspritzen. Mit Stampin-Spritz. Die lassen wir also jetzt trocknen und wir gehen jetzt los und legen gleich weiter mit dem Stempeln. Und zwar brauchen wir heute den Stamparatus und wir brauchen zwei Stempel aus dem Set Farbenfroh durchs Jahr. Das können Sie ja dieses Monat noch bekommen und ist echt ein super schönes, vielseitiges Set. Heute arbeiten wir mit der Glocke und mit dem Ilex-Zweig. Gut. Und ich habe da schon einmal ein Seidenglanzpapier reingelegt, den Rest. Habe die Glocke da drauf schon einmal fixiert. Und wir werden mit einer ganz neuen Farbe aus dem Herbst-Winter-Katalog arbeiten. Und zwar ist das so ein Frostweiß, heißt das. Das ist so wie ein Perlenglanz, die Farbe. Das werden Sie jetzt noch gleich sehen. Und die gibt es in vier Färbungen, also in Gold, in Frostweiß, in Kupfer und in einem Champagnerton. Wir brauchen jetzt für dieses Projekt auf jeden Fall als erstes das Frostweiß. Da habe ich mir so ein Schwammerl hergerichtet. Ich nenne das ganze Ding Perle, weil ich finde, mir erinnert es ein bisschen an Perlweiß. Und ich mache das Ganze dann so, dass ich einfach mit dem Schwammerl da oben drauf das verschließe, einmal umdrehe. Dann habe ich da genügend Farbe drauf. Ich kann also den Rest derweil verschließen. Und nehme mir ein kleines bisschen, also nehme mir eine Restfolie, alte zur Hand. Und da drauf tupfe ich das Schwammerl so ein bisschen hin und her. Damit habe ich meine Farbe da drinnen schön verteilt und kann jetzt meinen Stempel befüllen. Den betupfe ich einfach so. Und mit dem stempeln wir das Ganze jetzt ab. Das Ganze mache ich jetzt zweimal, damit da richtig schön Sattfarbe drauf ist. Und dann rücke ich das Stückerl einfach, also ich könnte eigentlich den Stamparatus auch verrücken. Rück das ganze Ding einfach um eins herüber, um zwei rücken wir es rüber, dass es auch schön Platz hat und werden da gleich unser nächstes Glockerl stempeln. Einmal schön befüllen, zweimal. Übrigens, die Farbe geht ganz wunderbar runter von den Stempel, genauso gut wie vom Stamparatus. Also das funktioniert ganz spitze. Jetzt werde ich aber mein Papier drehen. Mal schauen, dass ich dann das ungefähr in die Mitte reinkomme. Genau,
wenn wir das Papier da festhalten. So, und schon kommt die nächste Glocke dran. Deshalb ist auch das Temperatus Not, weil der einmalige Farbabdruck ist mir einfach zu wenig. Ich finde, das ist zweimal abgedrückt schöner. Das kann man jetzt zwar da auf dem Flüster, weil ich es ganz im Moment noch nicht so gut erkennen, aber ich werde Ihnen das gleich zeigen. Jetzt brauche ich gleich wieder zweimal rüberrücken und es passt wunderbar. Ich liebe meinen Temperatus. Einfach so praktisch mit dem zum Arbeiten. So, und noch das Restfarbe aufnehmen und geht schon los. So, damit ist die Glocke gestempelt. Die kann jetzt ein bisschen trocknen. Es dauert einen Moment zum Trocknen. Aber Sie sehen schon, die schaut jetzt da ganz super aus. Ist sehr schön gestempelt. Und wir können gleich weitergehen mit einem Stück Olivgrün. Und beim Olivgrün brauchen wir zweimal den Ilex-Zweig. Muss ich nur schnell schauen, wie der Platz hat. Da müsst ihr einmal so Platz haben und einmal so. Ganze Ding da festklemmen und das stempeln wir genauso mit dem Perle ab. Das heißt, die holen wir einfach wieder einmal so Farbe, verschließen wir die gleich wieder, dass die nicht austrocknet und dippe mir da meinen Stempel schön an. Und jetzt werden Sie das auch gleich sehen mit einmal abdrucken, zweimal abdrucken. Das sieht man jetzt beim Grün besser. So. Mal umdrehen. So schaut es jetzt also mit einem Mal aus. Und wenn wir jetzt befüllen, wir stempeln das Ganze nochmal ab, dann haben wir einfach einen viel schöneren, satteren Abdruck. So, in dem Fall müssen wir jetzt das Papier drehen. Schauen, dass wir da schön Platz haben da drauf. Ja, wunderbar. Hängen wir es da fest. Und befüllen nochmal unseren Stempel. Jetzt sieht man schön den Unterschied. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da ist er einfach schön satt und da ist er noch ein bisschen heller. Und wenn man dann ein zweites Mal abstempelt, dann wird er richtig schön. Und das funktioniert übrigens mit dem Gold und mit dem Kupfer auch ganz wunderbar. Also das wären richtig schöne Stempelabdrücke. Gut, das war's. Auch den lassen wir jetzt einen Moment trocknen und in der Zeit, wo das trocknet, werde ich schnell den Temperatus sauber machen. So, das Temperatus ist wieder sauber. Ich möchte Ihnen das gerade kurz zeigen, dass Sie wissen, Sie brauchen wirklich keine Sorge haben. Das geht sehr, sehr gut wieder ab von den Stempel genauso wie vom Temperatus. Ich gehe einfach mit dem ganzen Teil unter Wasser, von meinem Finger ein bisschen drüber und ich habe als Nagelbürstel, das ich mir extra für meine Stempel besorgt habe, und mit dem reibe ich, also oder bürstle ich da ganz vorsichtig mit wenig Druck drüber, so ähnlich wie in der Schrubbkiste. Und so wird das wirklich total super sauber. Danach braucht man es nur noch abtrocknen und ich lasse die Stempel dann immer an der Luft richtig schön trocknen und so sind sie dann fürs nächste Mal wieder wunderbar einsatzbereit. Gut, das also zu unseren neuen Farben und zum Temperatus. Mittlerweile sind jetzt unsere Stempelabdrücke auch schön trocken. Das heißt, da können wir jetzt schon beginnen mit Ausmalen. Und da nehmen wir uns zu Hilfe die Stampin' Blends, und zwar in Chili Hell und Dunkel und in Olivgrün Hell und Dunkel. Mit Olivgrün Hell und Dunkel werden wir da nochmal die Blätter ein bisschen nachmalen. Jetzt werden wir uns da gerade noch ein bisschen Schmierpapier drunter geben, damit uns das nicht durchdruckt. So, also. Wenn wir da die Blätter gerade noch ein kleines bisschen nachfärbeln. Und das lasse ich Ihnen jetzt im Schnelldurchlauf, dann dauert es nicht so lang. Thank you.
Ausmalen ist geschafft. Sie haben schon gesehen, ich habe einen alten leeren Wink aufs Teller genommen und mit dem lassen sich ganz super dann mit die neuen Farben kann man auch sehr, sehr gut mit dem Pinsel ausmalen. Da können Sie natürlich jeden Pinsel nehmen, aber es ist eigentlich auch ganz geschickt, wenn man so alte Stifte, die leer sind, wieder gebraucht. Und da haben wir jetzt also das Gold verwendet bei den Glockerl und da bei den kleinen Bären das Perlglanz nochmal. Schön. Das werde ich jetzt noch mit der Hand ausschneiden und die vier drehe ich dann durch die Big Shot, sobald die Farbe getrocknet ist. So, als nächsten Schritt werden wir jetzt noch aus Champagnerkarton das Feiertage und Schöne ausstanzen. Das kommt beides aus dem Produktpaket mit weihnachtlicher Vielfalt. Da gibt es ja dieses wunderschöne Stempelset. Und da dazu gibt es passende Framelets. Jetzt mal gerade schon schauen. Und zwar haben wir die da. Und da drinnen ist eben das Schöne und das Feiertage. Und dann haben wir da drinnen auch noch Frohe und Weihnachten und zwar so Etikettendinger. Schön. Das ist also das. Und aus diesem stanzen wir uns jetzt das Schöne und Feiertage aus. Und ich habe da auf die Rückseite gleich unsere selbstklebende Folie draufgeklebt, so dass, wenn wir es dann ausgestanzt haben, das automatisch schon hinten den Klebstoff drauf hat. Und so drehen wir es jetzt raus und dann haben wir alle verzierenden Elemente schon bereits vor Ort und können die Tasche zusammenbauen. Gut, auch das wäre geschafft. Das F vom Feiertage ist übrigens separat, das ist ganz normal. Das können Sie dann selber bestimmen, wie eng oder weit auseinander Sie das aufkleben wollen. Jetzt würde ich sagen, legen wir die Deko beiseite und bauen unsere Tasche zusammen. Da haben wir ja jetzt unsere Teile, die sind auch schön getrocknet. Jetzt brauchen wir da nur noch einen Klebstoff auftragen, in dem Fall am besten das doppelseitige Klebeband. Und mit dem fahre ich jetzt einfach da bei der Klebelasche, die wir generiert haben, runter. Fahre da unten einmal rüber. Und dann nochmal da. Und beim zweiten machen wir das auch so. Fahre da einfach die Runde. Und dann brauchen wir noch unsere Henkel. Das sind ja diese zwei Teile, das sind einfach so lange schmale und die werden wir uns dann auch noch aufkleben. Jetzt werden wir uns als allererstes, mal gerade schnell schauen, den Teil da ankleben. Und da bin ich noch immer beim Überlegen, setze ich es jetzt mittig? Ich glaube, ich setze es mittig. Ich glaube, ich finde das schön. Oder setze es doch ganz rauf? Die Qual der Wahl. Ich setze es oben an. Irgendwie ist es schöner, wenn es oben abschließt. Gefällt mir einfach besser. Ist Geschmackssache. Bevor ich jetzt den Teil anklebe, klebe ich mir da schon meinen Henkel auf, damit der dann dazwischen drinnen versteckt ist. Das hat die Frau Steurer auch so gemacht. Die hat praktisch da dazwischen drinnen die zwei Henkel reingeklebt. Und damit sieht man die dann nicht mehr. Und sie halten, glaube ich, dann auch besser. Einfach mit dem Falzbein kurz drüber ziehen und dann können wir die zwei da drinnen schon ankleben. Ich mache das am liebsten mit, ich glaube mit Dombo. Ja, ich mache es mit Dombo. Dann kann ich noch ein bisschen ausrichten. Gib mir also da unten drauf ein bisschen an Dombo. Gleich bei beide Stellen. Wenn noch einer raus mag. So. Einfach so ungefähr 1,5 cm breit mache ich jetzt meine Klebelasche und klebe dann so mittig rein den Henkel. So dass er da schön gerade ist. Und auf der anderen Seite auch. Ja, ich denke, so müsste es ganz gut passen. Ein bisschen anheben noch, damit das wirklich auch gut hält. Sie können auch ein doppelseitiges Klebeband nehmen, was Ihnen dann lieber ist. Beim Dombo muss man einfach einen Moment Geduld haben, ein bisschen warten, bis er richtig schön antrocknet. Aber dann hält er eigentlich in der Regel auch sehr gut. Schön. Und dann können wir auch schon mit dem Dombo unser
unsere Mattung aufkleben, der ist alle. Nehmen wir den. So. Bei der Mattung spare ich jetzt nicht den Kleber, weil da möchte ich wieder, dass das wirklich gut hält. Und auch da gebe ich nur mal ein bisschen Kleber auf die Henkel drauf, damit die zusätzlich mit der Mattung dann auch nochmal verkleben. Und jetzt setze ich mir das da schön bei dem Ausschnitt an. Da weiß ich jetzt nämlich, dass das ja gleich groß ist und damit soll es also ungefähr in der Mitte sein. So, je nachdem, wie sauber man da zugeschnitten hat. Wunderbar. Perfekt. Dann lassen wir das da trocknen. Machen wir gleich die zweite Seite. Gleiches Spiel. Henkel über den, übers Falzbein ziehen, unten ein bisschen Kleber drauf, auf der richtigen Seite wäre gut. Dann kleben wir uns das Ganze wieder mittig rein. Schön gerade. Und andrücken. Na, bleibt da. Ich habe da meistens auch Kleber auf die Finger. Ich denke, das geht Ihnen auch so, schätze ich mal. So, und dann kleben wir gleich unsere Mattung noch fest. Auf der richtigen Seite, ja, passt. So, und auch da schön Kleber drauf geben. Und auch da gebe ich wieder auf die Henkel ein kleines bisschen Kleber drauf. So. Oben ansetzen wieder schön. Und dann passt es wunderbar. Sehr schön. Gut festdrücken. Super. Okay. Schön. Schaut schon jetzt gut aus. Und jetzt können wir da schon unsere Seitenteile reinkleben. Und bei den Seitenteilen ist es jetzt so, jetzt drücken wir uns zuerst da nochmal die Falz schön durch, dass das dann auch richtig schön seitlich steht. Das geht jetzt natürlich durchs Geprägte ein bisschen schwieriger, als wenn es glatt ist, der Karton. Aber es funktioniert ganz gut. Und wenn wir die durchgedrückt haben, dann schnappen wir uns nur die Schere. Und schneiden uns da einfach eine Schräge durch. Weil so stört uns daran nichts. Und wir haben einen Kleber gleichzeitig bis in die Ecke. Das ist immer ganz fein. Da eben schön rein. Deshalb gebe ich meistens vorher einen Kleber drauf und schneide erst dann die Ecken runter. Dann geht das einfach total super. Schön. Okay. Dann können wir eigentlich das gute Ding auch schon zusammenkleben. Das heißt, Schutzstreifen lösen. Und dann setze ich das Ganze zuerst da unten an, sodass das da richtig schön stimmt. So. Das mache ich jetzt beim anderen Teil auch gleich, weil das schätze ich, dass jetzt noch leichter geht. Als wenn es dann zusammengeklebt ist auf einer Stelle. Setzen wir es da auch schön rein. So, da. Und dann schließen wir das ganze Ding. Jetzt auf einer Seite. Da rühren wir auch gleich. Das funktioniert super. Und dann gleich auf der anderen. Und auf der letzten Seite. Sehr gut. Wenn das geschafft ist, dann streichen wir uns das Ganze noch ein bisschen mit dem Falzbein an. Drücken wir es noch ein bisschen an, damit es sich sehr gut verklebt.
mal wieder auf alle vier Seiten. So, sehr gut. Und schon ist unsere Tasche als Grundtasche gewerkelt. Ganz super. Jetzt brauchen wir es gerade noch verzieren. Und zwar hat die Christine entschieden, sie möchte da die vier Glockerl drauf haben. Das mache ich einfach mit einem Dombo. Dann setze ich die jeweils da her. Total süß. Ist das schon Abschluss? Wirklich ganz lieb. So, bei den Glockerl haben wir ja unser schönes Framelit, das geht wirklich total super. Beim Ilex, das ist ein bisschen aufwendiger zum Schneiden, da muss wirklich mit der Hand ausgeschnitten werden. Aber es macht natürlich einen super Effekt. Da gebe ich jetzt auch gerade hinten ein bisschen Dombo drauf. Auch bei den Bären so ein bisschen. Da gerade ein bisschen drauf haben wir auch. Gut so. Und den klebe ich jetzt einmal hinten mittig drauf, den Ilex-Zweig. So. Und auf der Vorderseite geben wir jetzt den Schriftzug drauf. Ziehen wir uns einmal die Schutzfolie ab. Die klebende, das ist ja so praktisch, wenn das drauf ist. Ich muss das immer sofort machen, wenn ich dran denke, sonst vergiss ich das wieder. Aber wenn das drauf ist, das ist einfach super. Gut, dann legen wir da einmal die schöne drauf. Da kommt dann der Ilex her. Und zur Sicherheit klebe ich mir zuerst noch das Feiertage drauf, damit ich auch noch Platz habe. So. Das F. Schön. Das F und das Feiertage. Super. Noch mal ein bisschen Kleber auf unseren Ilex-Zweig, auf unseren letzten. Sehr gut. Den legen wir uns da dazwischen noch rein. Gut. Und dann brauchen wir jetzt gerade noch ein paar Steinchen setzen und dann sind wir fertig. Platzieren wir uns jetzt noch ein paar Glitzersteinchen. Zwar da oben in die Glockenmittelpunkte natürlich. Und bei den Ilex-Bären setzen wir noch was rein. Es ist ja Weihnachten, da darf es ja ein bisschen glitzern. Und auf der Rückseite machen wir das auch. Dass auf beiden Seiten schön ist. So. Und noch bei den Bären. So. Und damit ist unser Projekt Nummer 1 aus unserer Team Challenge gemacht. Und ich finde, da hat sich die Frau Steurer wirklich was Schönes ausgedacht mit dieser Tasche. Und Sie sehen, sie geht auch recht einfach zum Nachbasteln. Dekoration kann man natürlich gestalten, wie man möchte, aber es macht natürlich schon einen sehr, sehr schönen weihnachtlichen Wind. Und auch die Rückseite ist eben sehr, sehr schön gestaltet. Und Sie sehen schon, man hat da wirklich schön Platz drin. Ich hoffe, Ihnen hat das Projekt von der Frau Steurer gefallen. Alle Daten, wie gesagt, unten in der Infobox. Schenken Sie uns bitte einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ich wünsche viel Spaß mit dieser Challenge-Reihe, die wir jetzt haben.
Das war also Projekt Nummer 1 von 7. 6 werden noch folgen. Also, wer mich noch nicht kennt, schnell abonnieren, damit Sie auch keins von unseren Videos verpassen. In diesem Sinn sage ich Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.